Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute machen wir ein typisches Wochenendessen, zumindest gab es sowas immer bei uns am Wochenende. Und zwar ist das Filet im Speckmantel mit Champignons. Dazu benötigen wir Filet. Ich habe diesmal Schweinefilet genommen. Wir brauchen Bacon, also Schinken oder Frühstücksspeck, Champignons, etwas Wasser, süße Sahne, Weißwein oder etwas Zitronensaft, Salz und Pfeffer und etwas Instantbrühe. Und manchmal kann es sein, dass man noch etwas Milch benötigt. Wir beginnen mit den Champignons, die in Scheiben geschnitten werden. Anschließend wird der Speck kurz angebraten in einer Pfanne. Natürlich müsst ihr den Speck nicht vorher anbraten, aber ich mag ihn sehr, sehr knusprig und deswegen brate ich ihn immer vorher an. Ihr könnt ihn aber auch einfach so um die Lände am Ende wickeln. Wenn man in der gleichen Pfanne dann gleich das Fleisch anbrät, hat man aber den Vorteil, wenn man den Speck auch anbrät, dass sich dadurch schon Aromen entwickelt haben, die dann in das Fleisch übergehen können. Sobald das Fleisch eine schöne Farbe bekommen hat, ich tue es dabei nicht komplett durchbraten, weil es kommt ja anschließend noch in den Ofen, lege ich es in eine Auflaufform. In der gleichen Pfanne werden dann die Champignons angebraten. Währenddessen lege ich schon mal den Speck auf das Fleisch. In der Regel habe ich etwas zu viel Speck übrig und lege den dann noch links und rechts neben das Fleisch, damit das Aroma in die Soße später übergehen kann. Schließlich müssen dann auch die Pilze erstmalig gewendet werden. Wenn diese Wasser lassen und etwa diesen Bräunungsgrad erreicht haben, gebe ich die Brühe hinzu. Normalerweise löscht man sie mit Weißwein ab, da ich aber kein Weißwein da hatte und auch nicht extra welchen kaufen möchte, habe ich es diesmal mit Brühe gemacht und dann noch die Sahne hinzugefügt sowie einen Schuss von dem Limettensaft, damit diese gewisse Säure, die normalerweise durch den Weißwein reinkommt, auch in das Gericht kommt. Die Soße wird dann kurz aufgekocht. Wem sie zu flüssig ist, dem empfehle ich, etwas Soßenbindemittel oder Mehl hinzuzufügen. Zum Schluss wird die Soße dann über die Lände gegeben, zusammen mit den Champignons. Und anschließend kommt die Lände für 30 Minuten bei 200 Grad Umluft in einen vorgeheizten Backofen. Und schwuppsdiwupps sind wir auch schon wieder fertig. Zu dem Gericht passen übrigens hervorragend Spätzle. Und am zweiten Tag, wenn es schön durchgezogen ist, schmeckt es eigentlich nochmal besser. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch Bon Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und bis bald. Tschüss!